Weiter geht's. Den Clown fand ich viel, viel besser. Ja, ich hab's ja beide gespielt. Also, wie gesagt, ich bevorzuge nur noch Michael. Aber wie gesagt, ja klar, ist ja langsamer, ne? Michael ist halt, kommt halt wie in den Filmen. Ja, aber kriegst du trotzdem alle meistens. Aber er schleicht sich halt an, ne? Er kommt halt unbemerkt aus dem Hinterhalt. Ja, ich glaube, den müsste ich noch ein bisschen üben. Spielen den mal in offenen Lobbys. Mhm. Also gerade am Anfang hast du echt einen Vorteil mit dem Micha. Ich probiere was Neues aus. Aber das Erschrecken ist schon lustig. Aber wie gesagt, die beste Stelle war wirklich, ich renne zurück, sie hat mir so eine Palette umgeschmissen, ich drehe mich um, gehe raus, in dem Moment kommt es von oben so plups, direkt, aber wirklich direkt vor die Füße. Oh, oh, bitte nicht die Map. Gegen Legion spielen. Ja, auf Larrys, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe. Ausprobieren. Ich glaube, ich habe. Also, die gibt es ja in der weiblichen und in der männlichen Form. Ein Killer. Ah, den Clown fand ich super. Der war wirklich. Der war 1A. Ja, gut, die einen kommen mit dem einen Killer gut, die anderen kommen mit dem anderen Killer gut. Ne? Wie gesagt, ich kann mit der Krankenschwester nicht. Also, ich kriege die Fähigkeit nicht hin. Ach, schon wieder das Labor. Das hat es ja nicht. Ich wollte das mal aus einer anderen Perspektive sehen, weißt du, bisher war ich hier nur als Killer. Stimmt, wir haben zweimal das gespielt, da warst du Killer. Ich bin gleich mal bestraft, ne? Also ich spiele halt tatsächlich sehr gerne, abgesehen jetzt von Maike, halt sehr gerne kleine agiler Killer. Sie spielt mehr? Spielt sie schon wieder Maike? Ne, ich bin Legion, hast du gesagt, ne? Das sah mir gerade extrem nach Maike aus. Ich hab's ja nochmal ganz kurz gesehen. Nee, das kann ich Michael einfach gerade sagen. Ich hab Herzklopfen. Krass, ich hab doch da jemanden gerade gesehen. Das stimmt nicht. Da ist irgendwas Komisches an der Wand. So richtig eklig sieht das aus. Achso, das ist ja die Map von. Demogorgon. Hilfe. Ich trau mich nicht. Alter, da guck mich irgendwelche die Viecher an, ne? Alter, hab ich mich jetzt von meinem eigenen Haken erschrocken, ey. Läuft. Weil man da gerade nichts machen kann. Ja, diese Map ist, beziehungsweise auch als Larrys ist für Killer-Katastrophe. Also ich fand auch schon das Spiel einfach schon ziemlich heftig als Map. Weil sie halt zwei Stockwerke hat, ne? Genauso wie die ja auch. Sehr einsam. Ich hab's gesehen. Herr Wolf, ich nehme einen Sitz bei dem Messer verstecken. Ich weiß nicht, was du meinst, aber. Scheiße, das Problem. Ich kann nichts machen. Meine Taste klemmt. Schleichmodus verletzt. Ich konnte sprinten.
Aber du mich erst gar nicht mitgeschnitten hast. Du bist runtergesprungen und direkt wieder hochgelaufen. Ich bin hier unten geblieben. So. Wie sie da oben rumsteht. Wie sie mir beim Verrecken zuguckt. Geh mal weg, du oder Camper. Ich hab irgendwas drin, hab ich. Wir sehen doch Markus auf dem Weg zu dir. Nein, 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 nein. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Der ist irgendwo auf der anderen Seite der Map oder so. Du kämpfst hier einfach rum. Scheiß Camper. Das will ich mir verrecken zugucken. Ah, das ist schwierig, dafür in den Zeit zu kommen. Weil ich gerade merke, dass es definitiv was anderes ist, nur mit zweit gegen einen zu spielen. Was ist jetzt wieder passiert? Alter, gehst du mal. Geh mal weg, da kommt sie. Nein. Nimm den anderen, ich kenn's doch schon. Markus da voll mit rein. Ja, der kam entgegen. Den habe ich ja gesagt, von da kommt sie. Weißt du, wenn man jemanden einen Generator macht, aber nö. So, so. Da. Hab ich gesehen. Verteufelter Boden. Mann! Scheiße! Ich bin fuck! War gut, ne? Ja, ich bin hängen geblieben, deswegen. Das ist nichts Neues, Markus, das musst du uns nicht erzählen.
Und das aus deinem Mund. Entschuldigung, aber das war so eine Vorlage. Solche Vorlagen darfst du mir niemals liefern. Also. Weißt du, anstatt hier rumzuhängen, kannst du mal was tun und Generatoren machen. Vorsicht! Wo? Wieso Vorsicht? Weil ich dachte, sie kommt zurück. Achso, ich dachte, das sind irgendwelche anstecken Krankheiten oder so. Coronavirus oder so. So. Dann ist man nicht mal ganz ganz unfähig, irgendwie was zu schaffen. Zweiten Mal direkt hinterher. Ich habe ja gedacht, ich kann euch von Weitem sehen. Markus, Lee, bist du tot jetzt oder was? Weiß nicht. Hast du schon gekämpft? Nee. Okay. Alter. Ich hab nichts getrunken, ja? Ich schwöre. Oh, fast. Da.
Achtung, Hef! Scheiße! Ich dachte, sie sieht's nicht! Ich dachte, hä? Scheiße, ich dachte, sie sieht's nicht! Scheiße, sie ist hinter mir. Ich hab's nicht mit damit gerechnet. Ich dachte, wir sind weiter oben geblieben. Aber das Geilste war... Du bist ja hinterher gelaufen. Ich bin in den Schrank rein und du bist einfach hochgegangen. Scheiße. Marco, schaffst du einen Generator? Wie sieht das bei dir aus? Ich habe keine Palette mehr. Ich weiß nicht, wo lang. Du stehst auf, du stehst da noch! Hä? Yvonne? Ja, meine Kontrolle war gerade näher. Ach so. Boah, das war mein Glück gerade, weil du standst eigentlich noch eine ganze Weile dort. Das war mies. Ich bin einfach dir vorbeigerannt. Ja, ich weiß. Ich war ja auch gerade auf der Yacht hinter dir. Ja, da war mal. Das habe ich mitbekommen, ja. Und höher. Okay, sie hat die Luke gefunden. Nein, ich habe die Tür zu. Lass mich nicht allein, ich bin ja schon so einsam hier. Boah, sie sind mir verwirrt. Schaffst du es, Kev? Ja. Jo. Ich bin auch schon draußen. Ja, hab's gesehen. Boah, Alter. Geschafft. Boah, das war Glück, ey. Machst du noch mit hinterher? Ich gehe in den Schrank rein und sie geht jetzt von mir vorbei, das war hoch. Weißt du, warum ich vorhin so feiern musste? Ich konnte ihn mir einfach. Keine Ahnung. Yvonne? Weißt du, wo du vorhin gegen den Generator gelatscht hast? Ja. Da waren doch so Kistendings daneben. Und du bist einmal hinter den Kisten drumherum und ich hab wirklich in der Mitte dazwischen gehockt. Du bist wirklich direkt hinter meinem Rücken lang gelaufen. Deswegen muss ich so feiern, weil du bist wirklich ein Millimeter. Mann, hatte Kev gerade ein Glück, dass mein Controller ausgefallen ist. Ja, ja. Ja, sonst wäre es wahrscheinlich viel. Ich hätte damit gerechnet, dass du weiter oben bleibst, deswegen bin ich unten weitergegangen. Mhm. Und ich habe mich schon gewundert, warum bleibt sie jetzt stehen? Ja, weil ich bin ja dann in dem Raum weitergegangen und dann stand sie links von mir und ich bin ja rechts dann vorbei. Ja. Aber zack, ich so, Mist, gerade jetzt, ne? Hätte das nicht vorher passieren können. Na, ah, das hat mir den Arsch gerettet in der Runde. Ich glaube, sonst wäre es vorbei gewesen. Aber ich habe irgendwas drin, ich weiß nicht was, da kann ich mir vorbei ein bisschen. Ja, jetzt krieg ich auch noch einen Fehler, ist klar. Hab ich ja, auch. Hab ich aber auch gerade. Warte, ich mach mal los. Yvonne, das ist ein Perk und den Perk kann man auch als Überlebender nehmen. Also. Den habe ich aber auch als, den hatte ich im Der ist von Oni, glaube ich, der Perk.
Den habe ich nämlich ja auch. Wenn du weit weg bist, kann ich den Killer auch sehen. Deswegen habe ich auch gesehen, dass Markus auf dem Weg zu dir war. Ich wollte ihn abfangen eigentlich. Einladungen sind raus. Eine Runde noch, oder? Ja, ja. Machen wir noch ein Ründchen. Und dann ist aber gut für heute. Ja, dann haben wir 4 Runden durch. Das ist. Genug also Material müsstest du ja dann haben. Nee, noch nicht tatsächlich für die Woche. Ich glaube nicht für die Woche. Am 14. 17. Morgen ist der 15. Doch Montag habe ich eine Folge. Ja, nee, dann passt es. Dann passt es perfekt in der Woche. Ich habe am Montag habe ich doch am 17. Das sehe ich gerade. Dann passt das. Oh, statt mit zwei Killern ist nicht möglich. Schade. Ist ja auch mal interessant, mit 2 Killern gegen einen Überlebenden. Wobei, wir könnten in DBD auch mal nicht nur wirklich diese Killer- und Survivor-Runden machen, sondern auch mal Spielchen spielen. Wie wär's denn manchmal mit Verstecken? Die Leute verstecken sich in den Schränken und der Killer muss suchen. Wenn der da, und teilweise können die dann so alle paar Minuten können die Killer dann, die Überlebenden dann so eine gewisse Zeit frei rumlaufen und sich anderswo verstecken. Weißt du? Können wir ja mal gucken, wenn es. Also so ab bis 10 zählen, die Überlebenden verstecken sich halt irgendwo in Schränken oder sonst irgendwo. Und der Killer muss suchen. Und dann, wenn er einen gefunden hat oder sowas, dann muss der andere suchen. So, das Killer ist schwierig zu verstecken, aber. Hm? Das wären so einfach mal nur Ideen. Ideen. Was? Ich bin total harmlos, ja? Ja, ja, aber das ist halt so. Was? Ja. Ein Zweifel im Karton. Was? Ein Zweifel im Karton. Hey. Happy, happy? Ja. Werden da etwa Liebeleien ausgetauscht? Ich glaub's aber. Nee, für die Katzen, die. Ach so, für die Muschis, okay. Ja, genau die. Ja, wir haben ja 3 von denen hier rumrennen. Die pennen aber, glaube ich, alle. Ja, mehr oder weniger. So. Da fehlt noch irgendwann bereit für Markus, wenn er dann irgendwann mal sein Zeugs hat. Dann machen wir jetzt auch eine Killerrunde, also eine Killer-Survivor-Runde und dann haben wir, wie gesagt, dürfen wir durch sein für die Woche. Wobei, wenn wir, je nachdem, wenn wir morgen Abend nochmal spielen wollen. Weißt du, ernsthaft? Hey, erst dieses eine Labor von Demogorgon und dann hinter Larrys. Die 2 meiner Meinung nach mit schlimmsten Maps. Ich krieg schon heute gegen die Seuche. Ich will halt wenigstens gerne mal sehen, warum die denn so schrecklich ist. Ich will das mal. Sie hat. Ne? Ja. Sie hat halt so Zwischengeräusche. Das ist extrem schwierig als Killer. Nein. Weißt du, was ich meine? Ich will halt einfach nur mal wissen, okay, worüber reden, weil ich habe noch nie gesehen. Ja, das ist halt, das ist die Map vom Doktor. Die wir gegen die, auf die wir jetzt spielen. Hm. Ja, alles gut. Also wie gesagt, klar, wir spielen halt alle Maps durch, ne, soweit es halt irgendwie möglich ist. Dass die immer mal kommen, war sowieso klar. Außerdem bin ich halt der Meinung, wenn man solche Maps spielt, gerade wenn wir nur zu dritt sind, da macht das noch, weil es für beide gleich schwer ist, weißt du, als wenn du einfach nur auf diesen riesigen. Ja. Die auch, die haben sie umgebaut, die Map. Das ist auch gerade Fernseher. Die, ja, das ist halt so ein Gedankenlabor, wie auch immer. Ja.
Also sie spielt jedenfalls wie solche. Wobei sie genauso verwirrend ist, wie gesagt, wie das andere Labor davor. Wobei, wenn ich ehrlich bin, diese Map so als Lost Place zu erkunden, vielleicht so gar nicht mal so uninteressant ist, wenn halt gar nichts mehr läuft. Aber ich Apropos Lost Place, du hattest dir die Sprachnachricht, die ich da dazu geschickt hatte, noch angehört? Zu dem Thema? Nee, ich glaube nicht. Aber wir waren mal im Überlegen, ob wir es mal machen sollen, ein bisschen durch die Gegend laufen und dann halt mit einer Kamera, ja. Quasi um den YouTube-Kanal nicht nur auf Let's Play zu setzen, sondern auch mal ein bisschen erweitern. Ja, aber das, wo ihr mich da markiert habt, da auf Facebook, ja. das ist halt ein Event-Dings. Das haben wir dann auch geguckt. Das haben wir gesehen, ja. Ja. Ja, wir müssen mal gucken, wann wir mal irgendwie was machen. Wenn ich ehrlich bin, ich würde es halt gerne irgendwie mal ein bisschen erweitern, weil das Places kommt tatsächlich, oder würden wahrscheinlich besser ankommen als die Let's Plays, definitiv, weil halt, Let's Player gibt es ja wie gesagt noch mehr. Und warum nicht einfach mal irgendwie was Neues ausprobieren, ja. Aber kann man ja auch mal. Waren einfach nur mal so Gedankenspiele von uns. Halt, da brauchst du halt irgendwann auch eine vernünftige Kamera und so. Ich finde ja sowas auch cool, aber legal an sowas ranzukommen ist schon echt schwierig. Das ist es halt, ne? Die einzigste Möglichkeit, die dazu besteht, ist, wenn du dann irgendwie die Kontaktdaten des Besitzers rankriegst und den fragst, um Erlaubnis, dann ist es legal. Dann ist es nämlich kein Hausfriedensbruch. Ja. Ja gut, aber viele Lost Places sind halt so Orte, wo sie die halt einsturzgefährdet sind. Die sind nicht umsonst teilweise gesperrt. Ja, aber die gehören trotzdem jemandem. Also es gibt nicht einfach Gebäude, die leer stehen, wo kein Besitzer zu gibt. Es gibt immer irgendjemanden, der da irgendwo was gehört. Ja klar. Ich weiß, was du meinst. Oh Mist. Scheiße. Hast du mich doch gesehen? Oh, da steht ein Bett. Kannst dich reinlegen oder drunter verstecken. Freitag der 13, du kannst dich drunter verstecken. Oh Mann. Scheiße. Da bloß hast du dich gerade im Schrank versteckt. Nein. Es hört sich so an aus der Entfernung gerade. In der Dusche. Zumindest sieht das aus wie Duschen. Ja, wahrscheinlich. Also die Map ist für mich tatsächlich in der Form auch neu. Ich kenne die alte Variante davon. Das ist nämlich eine neue. Du mich auch. Jetzt hast du gerade zum Duschen. Du mich auch. Ich finde dich genauso. Wenn du schon in die Dusche gehst, solltest du den Grund zur Dusche gehen. Oh, Katim. Komm mal hier. Mal gucken, solange wir mal einen Generator durch. Jetzt haben wir 19:30 Uhr. Um 8 Uhr wird der neue Toro Rosso vorgestellt, Markus. Ich krieg gerade die Meldung rein von YouTube. Du meinst Alpha Tauri? Ja. Gerade die Meldung reingekriegt. Da freue ich mich drauf. Auf den freue ich mich wirklich. Mhm. Aber wie gesagt, bis jetzt den McLaren. Und der Alpha ist wirklich so schwarz, ne? Nee, das ist eine Testlackierung. Der wird noch nicht so bleiben, glaube ich. Meinst du? Ja, leider. Ja, mal sehen. Geht ja schon bald wieder los, 3 Wochen noch oder so.
Ich meine, da waren ja auch alle Sponsoren und alles drauf zu sehen. Also. Ja, gut, das war bei Red Bull aber damals auch so, letzte Saison, wo sie den so vorgestellt haben. Meinst du denn, Renault ist ganz schwarz oder kommt da auch wieder gelb dazu? Was meinst du? Der wird so bleiben. Ja, also ganz schwarz, das ist natürlich auch cool. Die schwarz, ganz schwarz, bisschen Dings. Bisschen gelb. Tut deine Bilder. So. Ein Generator fehlt noch. Markus, wie sieht's aus bei dir? Generatormäßig. Habe. Sie spielt immer so im Leuchtertod, sie hat nur so nebenbei. Sie hat einen Fluch drin. Ich habe die Flüche übrigens nicht gefunden vorhin, wo ich mal selber. Ja, der eine, den habe ich eben gefunden. Der steht in der Nähe von der Mitte. Nein, beim selber auswählen. Ich hab, weiß nicht. Da steht Fluch halt davor. Der Einschaltsgenerator fehlt noch, ne? Ich weiß nicht, wie es aussieht momentan. Ist fertig, der hört sich ziemlich sehr fertig an. Alter. Dann hast du, das war der Fluch. Den hat sie eben auch drin gehabt, glaube ich.
Verteufelter Boden. Mist. Du musst ja schon kämpfen, ne? Ja, bist du gekommen oder was, Markus? Ja. Nein! Ach, Mann! Scheiße. Wobei das eine krasse Runde ist, wenn ich ehrlich bin. Hast du schon kämpfen müssen? Nö. Ich hab vorhin Fluchtversuch gemacht, aber kamen dann die Arme. Nee, dann. Okay, alles gut. Ja, ein. Ah, scheiße. Komm her hier. Hatte ich fast nur ein Glück, dass ich nichts machen konnte gerade. Ja, das war's. Alter, das war so knapp eben, ne? Ja. Du bist einmal am Schrank vorbeigelaufen, wo ich drin saß. Und dann hast du in der Nähe von der Mitte, waren zwei Schränke nebeneinander. Du hast dir den rechten von dir aus gesehen geguckt. Ich saß im linken. Weil, Alter. Du hättest nur den linken Schrank aufmachen müssen, weil ich gerade an dem Totem dran war. Dann kamst du ums Eck. Ich hab mal gesehen, da ist eine Ecke auf. Hä? Alter. Ich hab dich nicht gesehen, wenn du nicht hochgekommen wärst. Fast 10 Gigabyte nur Dead by Daylight Aufnahmen. Ja, ich hab auch immer nur Einzelfolgen gemacht. Ich schneide die dann quasi zusammen. Ich darf auch nur bis zu einer gewissen Zeit, ich glaube 40 Minuten oder so, oder 41 Minuten, darf ich zusammenpacken. Ansonsten packt das mit YouTube nicht. Ich habe meine längste Runde war ja die 41 Minuten, die allererste. Wobei ich gerade die am Montag sehe, die geht mit, die rauskam, die bei 39 Minuten. Ungefähr. Wobei die, glaube ich, jetzt auch nicht ohne war. Die erste Runde war kürzer, 14 Minuten, und die wird wahrscheinlich weit über 20 Minuten sein. Das wird auch so ein 40-Minuten-Ding werden. Aber es war scheiße knapp. Wir hätten sie eigentlich beide packen können. Ja, aber der letzte Generator da, der war auch an der doofen Stelle. Ja, ich wollte halt auch das Tote machen, und dann kamst du mit dem Generator. Der hat immer wieder auf den Generator geguckt. Ich habe beide ja, ich habe ja zwei gemacht oder anderthalb gemacht oder so. Aber gut. Gut, dann machen wir jetzt Feierabend, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann darf ich, glaube ich, wieder. Nee. Quatsch. Dann darf Sabrina wieder killen.